Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Ja, diesmal ein bisschen anders gekleidet, denn wir wollen jetzt ein bisschen stealthy vorgehen, denn wir haben nämlich ein paar Lager zu befreien. Und am besten ungesehen. Mal gucken, wie gut das klappt. Obwohl dieses offensive Kämpfen hat mir auch relativ echt viel Spaß gemacht. Schon wieder Mongolen oder Diebe. Keine Zeit dafür. Wir wollen ein Lager plündern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Alter, alles abgeholzt. Zerstöre die Werft. Okay. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Nun bist du mitten im Mist dabei. Kunai, sehr gut. Zwei. So. Falken befreit. Warum? Damit sie die nicht mehr gegen mich einsetzen? Egal. Auf jeden Fall haben wir auch Ryusos Hut auf. Den Hut eines Verräters. Davon gar nicht mitgekriegt. Ich finde den Hut aber cool, auch passend zu diesem Outfit. Das ist aber kein schönes Gefängnis für die Falken. Da gibt's echt schönere. Größere. Das sind zwei. Warte mal. Windglöckchenzeit. Hui. Tja, das war's. Den Lagergeneral muss ich auch noch ausschalten. Was ja auch nichts mehr bringt. Also wir kriegen keine neuen Fähigkeiten mehr von denen. Trotzdem schalte ich sie aus. Zack. Hoffentlich dreht der Dicke sich nicht um, der Sattelpflege macht. Gar kein Problem. So, und wo ist jetzt der General? Da unten sind doch welche. Oh, da machen die beiden Musik. Das ist das letzte Mal. Ja, da frage ich mich, ob man das merkt, dass der Pfeil einen trifft, wenn das ein Headshot ist.
dann harwat spät! Hier bitte so harwat weit! Google Samurai Chinon Sam Taban! Oh, das ist knapp, Mensch. Hier bin ich wohl. Einer nach dem anderen stirbt hier. So, Jin, Kiste, bitte. Wertvolle Items. Pfeile, sehr gut. Munition ist voll. Hm, nicht schlecht. Was guckst du dir denn da an? Ruhe. Hältst du das nicht für ungeeigneten Platz zum Kämpfen? So. Aber es ist doch kein Großalarm. Immerhin. Ja, bitte Schwert wegstecken. Streicht über das Gamepad, bis meine Fingerkuppe weg ist, oder? Nein. Bloß nicht sowas machen. Wenn wir anfangen zu glitschen, dann sterben wir nachher. So. Banner, die können wir auch wieder zu diesem einen Mönch bringen. Da gibt es ja auch noch was für. Aufzeichnung. Gespräche mit dem Khan. Belohnung verfügbar. Ja, okay. Können wir eigentlich auch machen. Die ganzen Banner mal wegbringen. Achso, da kann ich nur runterschwingen. Hinwand! Rauchbombe. Verbleibende Gegner aus vorne. Tank Twink! Und das war's. Ich will aber nicht die herausfordern. Okay, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. Aber wenn die Cutscene sagt, ich hab's fertig, dann habe ich es fertig. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich muss noch die Gegner wegmachen. Die Legende wächst. Was sind wir jetzt? Der rachsüchtige Wächter. Maximale Entschlossenheit erhöht. Und Gesundheit ein bisschen erhöht. Aber es gibt keine Technik jetzt mehr, ne? Weil ich... ja schon alles freigeschaltet habe. Rauchbomben. Nein. Wie wir da sitzen, vor allen Dingen mit dem Strohhut, das sieht so gut aus. Das war wahrscheinlich nur ein Albtraum. Komm, Nobu. Wir müssen weiter. Wir schaffen das schon. So, wo ist denn der Bannermann? Hier.
Machen wir da Schnellreise hin. Ich möchte wissen, was ich als Belohnung bekomme. Warum nicht? Können mit Kunai leicht ins Visier genommen werden. Flotter Logo! So, mein Freund. Habt Dank für die Banner. Kein Problem. Ihr seid einer der wenigen, die Wissen über unsere Samurai-Clans besitzen. Würdet ihr noch mehr davon mit mir teilen? Ich weiß noch, wie mich vor einigen Jahren Banditen umzingelten. Ich wollte es schon allein mit ihnen aufnehmen. Da rannten meine Gegner davon und flohen in den Wald. Ich blickte zum Hügel hinter mir und sah eine Reihe der besten Bogenschützen des Nagao-Clans am Horizont. Die Banditen hatten gehört, dass diese Krieger schon von Kindesbeinen mit dem Bogen trainierten. Dieser Ruf allein reichte aus, um die Schlacht sofort zu beenden. Und ich war dem Nagao-Clan viele Krüge Sake schuldig. Eine spannende Geschichte, mein Herr. Ich werde sie weitererzählen. Eure Hilfe und Inspiration sind unbezahlbar. Flinker Sommer. Stimmt, da kriegt Nobu ja Rüstung. Hoffentlich findet ihr weitere Clan-Banner. Ich warte so lange hier. Kein Problem. Das sieht ja richtig schick aus, Nobu, wa? Da hast du auch mal wieder neue Kleidung. Und jetzt geht's hier wieder zurück. Dann machen wir noch das Lager, dann machen wir die Fragezeichen und dann geht's wieder auf die andere Seite der Karte. Ja, wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Was mich sehr freut. Also es geht auch bald ins neue Gebiet, Freunde, ins neue Gebiet. Shit. Durch die engen Äste und Bäume da durchquetschen. Ein Kranich. Bleib ruhig, Nobu. Okay. Nein, werden sie nicht. So. Das waren sie. Dann gehe ich. Oder auch nicht. Da ist noch einer. Hey, du. Wollen wir mal Flöte spielen? Kann ich nicht. Schade. Das war, glaube ich, fies. Also, guckst du da so verträumt und denkst dir so, ach, was für ein schöner Tag. Dann steht einer hinter dir, drehst dich um und bist dann tot. Ich bin so dankbar, dass ihr kamt, mein Herr. Ihr seid sicher. Nun gut. Ach, wir sind ja noch gar nicht fertig. Wir haben ja noch ein paar Geiseln mehr. Na gut, das Gehöft ist ja auch groß. Sind sie, Freunde. Ein nach dem anderen. Verrat mich bitte nicht. Ah! Wir gehen weg!
shit, ein Köter! Drecksvieh! Bitte! Hilfe! Ah, geht sofort los. Alles wird wieder gut. Zack. Diesen Moment vergesse ich nie. Geht. Gebt auf euch acht. So. Eine Geisel haben wir noch. Ah, das sieht gut aus. Dass sie das nicht sehen, oder? Hab Gnade! Nee, das kennen die nicht. Halt. Du entkommst mir nicht. Sag ich doch. Hilfe! Hier drüben! Ja, ich hab dich schon gehört. Ich weiß, wer du bist und dass du Hilfe brauchst. Dann bringt dir 5-6 Mal Schreien auch nichts. Einen Moment lang dachte ich, ihr wärt Gosaku selbst. Bitte nehmt diesen Schlüssel. Er würde euch seine Rüstung gewiss überlassen. Oh, Gosakus Rüstung. Stimmt. Wir sollten uns öfters um diese Gehöfte kümmern. Und es herrscht wieder Trubel. Und ich hoffe Heiterkeit. Legende erhöht. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, was für ein Bonus ich hätte abschließen sollen. War es schön, oder? Reis und alles. Guten Tag. Möchtest du mit mir reden? Oder nicht? Dann hast du halt die Verbeugung nicht gesehen. Und? Puh. Keine Fragezeichen in der Nähe, das heißt, wir gehen hierhin. Auch über eine schnell Quickreise. Ich bin ja mal gespannt auf diese Rüstung, ne? Nagaos Rüstung? Ja gut, Nagao. Gosaku, nicht Nagao. Ja. Kein Wind? Vielleicht ist es tatsächlich diese Rüstung, die wir auf dem Thumbnail haben. Das kann natürlich sein. Gibt hier noch so viele verschiedene Rüstungen. Ich weiß nicht, ob ich alle entdecken werde. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Fuchsbau. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ich habe das total vergessen, ob wir schon Fuchsbau aktiviert haben, obwohl wir keine Talismänner-Punkte mehr sammeln. Das werden wir dann wohl jetzt gleich gemeinsam herausfinden. Es sei denn, ich habe das in einem anderen Part schon gemacht und total vergessen. Hier auch lang, ja. So. Okay, das bringt also doch noch was. Gibt neuen Talisman. Da hüpft er. So, Nobu, du stehst da im Meer. Hast du wohl nicht etwas Salzwasser getrunken, oder? Braves Pferd.
So, dann haben wir hier noch eins. Was war hier? Säule der Ehre. Da gab es das neue Katana. Ja, gut. Was ist das? Bär? Oder Wildschweine? Wölfe oder so wären auch cool gewesen. Vielleicht im neuen Gebiet. Ich denke mal, wenn wir hier alles abgefrühstückt haben, dann gehen wir sowieso ins neue Gebiet. Und dann werde ich erstmal Hauptquesten ohne Ende. Warum ist der Wind? Warum hat er sich gelöst? Legendenerzähler. Habt ihr von der großen Schlacht gehört, die an diesem Strand tobte? Ja, wenn man online spielt, dann kann man diese Schlachten erleben. So. Ich muss nur schnell alles ein bisschen abkontrollieren. Das sieht alles soweit gut aus. Dann das nächste Gehöft retten für den nächsten Schlüssel. Sollen wir zum Fallensteller gehen? Nee, ich möchte, glaube ich, erstmal eine Rüstung aufleveln. Das will ich gar nicht abstreiten, dass deine Waren nicht nützlich sein sollen. Aber wir sind erstmal gut ausgerüstet. Okay, zu dichtes Ast, Buschwerk. Da will Nobu nicht durch. So. Das ging ja flott. Chiharu, you wait. Na, wo ist er hin? Da. Aber wenigstens hat er keine Skrupel mehr davor. Vorher hat er sonst noch immer seine Stimme oder die Stimme des Onkels gehört. Eigentlich bin ich ja auch auf das Ende gespannt, wie die Geschichte allgemein so zu Ende geht. Emma oder ein Gegner von oben. Das sollte ich hinkriegen. Du Feigling! Schade, ich wollte ihn eigentlich ins Wasser treten. So, kann ich ihn jetzt befreien? Retten. Sehr gut. Bald seid ihr frei. Darum habe ich gebetet. Ihr seid sicher. Ach, deine Gebete wurden erhört. Und hier kann ich auch wieder danken. Wie die Natur sich eher so... Ach, hier. Hartnäckiger Typ. Dreimal erstechen, beziehungsweise zweimal daneben. Und trotzdem hat's geblutet.
gibt nur noch das Bonusziel. Vorräte brauche ich. Stahl. Reinkriechen. Wo sind denn noch Gegnerstens? Ich brauche noch ein paar. Das ist aber nicht alles. Ah, siehst du. Da kann ich einen von oben töten. Könnt ihr sie nicht erst töten? Ja, psst, leise. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss nur nach oben. Kettenattentat. Ich rühre mich nicht, bevor es sicher ist. Oh. Wo? Der ist doch Kilometer weg. So, nicht, dass das als Kettenattentat nicht zählt, weißt du? Weil es hieß ein töten. So, jetzt. Alles wird wieder gut. Gott sei Dank. Die sind doch wählerisch, ne? Also ich würde mich befreien lassen und versuchen. Ich hatte so viel Glück. Lautlos zu entkommen. Auf euch acht. Also, ja. Macht noch eine Geisel. Wir sind gleich fertig. Habe ich denn was vergessen? Da hinten sind noch genug. Das heißt, da ist die letzte Geisel. Obwohl wir da als allererstes waren. Hab ich das so viel übersehen? Negium Harsinta! Ja, Jin. Der Ausstück kann nichts dafür. Zu gefährlich. Okay, ich gehe nach oben. Töte die auch noch. Was machst du da, Jin? Hoch! Dann kannst du den hier platzen. Ja. Bald seid ihr frei. Sie sind zu nah. Tod, bitte beeilt euch. Ich kann es kaum erwarten. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Ja, gib mir den Schlüssel. Wir sind hier fertig. Oder? Fischer zurück. Trotzdem brennt das dann noch. Ihr solltet das mal löschen. Aber das ist schön, dass da so wieder Leben reinkommt. Und wieder ruhen wir uns nach dem Kampf aus. Nur Stahl verdient. Ja, komm, aufstehen. Oh, ich kann mein Schwert auch wieder verbessern. Techniken. Was will ich denn mal aufleveln? Reduziert die Abklingzeit der Konzentration. Mehr Kunais. Hier vielleicht irgendwas. Entschlossene Parade. Verzögerter Schlag. Oh ja, das hört sich gut an.
Und dann machen wir das noch fertig. Kein Erfolg für eine komplette Reihe. Artefakte. Okay, da gab es nicht mal irgendwie ein Gespräch drüber, dass wir den Schlüssel bekommen haben. Hier ist vielleicht ein unentdeckter Ort daneben. Okay. Da ganz oben. Irgendwie habe ich auch eine Mission ausgewählt. Aber der Part ist gleich zu Ende. Das machen wir jetzt hier noch. Ja, hier soll das sein. Ich habe eigentlich den unentdeckten Ort angekreuzt. Oder war das das? Ja, das muss das. Das ist das. Wo ist diese Frau? Kann ich so ins Wasser springen? Ich habe mir, glaube ich, bestimmt sämtliche Knochen gebrochen, weil das viel zu flach war. Mein Herr, habt ihr einen Moment Zeit? Ja, Miss. Aber erst im nächsten Part. Ja, im nächsten Part geht's dann also weiter mit der Questsucherei. Nö, ich wollte eigentlich flöten. Vielleicht heitert sie das auf. Euch heitert es sicherlich auf, auch den nächsten Part zu erwarten. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.